Ja, geschätzte Zuschauer, da wären wir jetzt. Unser erstes Video zum Thema Menschen, Handwerk, Lokal. Salut miteinander. Salut. Hallo. Der Dominik Rüeg, den sieht man normalerweise mit einem Tacker-Acrylstift unterwegs und nichts ist sicher vor ihm. So haben wir mit ihm auch im Mai eine Veranstaltung geplant in St. Gallen. Mal schauen, ob wir den wirklich den könnt durchführen oder ob wir ein neues Datum finden. Und auf der anderen Seite haben wir den Joel. Joel Roth im vollen Namen. Du bist Grafiker, Illustrator aus St. Gallen. Wie bist denn du überhaupt auf die Idee gekommen, um deine Grafiken auf eine Baumwolldecke zu bringen? Das ist eine gute Frage. Textil ist auch etwas, was ich gerne habe und mit dem, was ich gerne arbeite. Und dann habe ich irgendwie im Internet die Firma gefunden, die diese Decken herstellt und eben nicht gedruckt, sondern gewoben. Und das war für mich ein neues Medium, das ich sehr spannend gefunden habe und ich mich dann auch gerne mit dem beschäftigt habe. Das war wirklich einfach das Interesse. Genau. Wenn wir schauen, was das alles deine Kunden sind. Wow, Thema Samsung, die bekannte Firma Frontify aus St. Gallen. Was hast du für die dürfen umsetzen und wie ist sie überhaupt da dazu gekommen? Für Frontify habe ich Illustrationen gemacht für ihr Corporate Design, Website oder auch Visitenkarten und so. Habe ich mit ihnen zusammengearbeitet und sehr viele Illustrationen dürfen eigentlich zeichnen für sie. Thema Samsung? Ja, sie sind ein Wallpaper wollen für Samsung Galaxy S10 und S10 Plus. Super, das heisst, du hast in der ganzen Welt. Sozusagen vielleicht auch. Und entsprechend wollen wir euch auch noch ganz geschwind zeigen, ein Werk von Joel, wie ich letzte Woche auch schon gemacht habe, läuft da geschwind durch die Ausstellung zum ein Werk 1 zu 1 anschauen. So, also auch da schmückst du bei uns aktuelle Wand mit einer Decke, die du gestaltet hast. Dadurch, dass wir halt den Laden nicht offen haben, aber durch Schaufenster, gerade beim Eingang, dürfen wir reinschauen. Und sonst sehr gerne jederzeit bei uns auch in unserem Online-Shop. Die sind ab sofort auch dort drüber erhältlich. Ja, Dominik, Street Art, also wie ich vorhin schon einleitend gesagt habe, bei dir, von dir ist eigentlich nichts sicher hinsichtlich deinem Schreiber. Was hat dich da dazu gebracht, um einfach deine Gedanken in Kunst, in Form, auf andere Sachen zu bringen? Ja, wir haben früher angefangen mit mal wirklich noch Graffiti, also früher mit Schriftzeug. Dementsprechend schon immer gern gross gemalt, schon immer gern auf Wand gemalt. Und irgendwann ist dann auch das Interesse gekommen, einfach so ein bisschen alles anzumalen. Sprich, es ist auch immer für mich so ein bisschen ein Versuch, geht's, wie sieht's aus? Und ich habe wirklich schon von Wasserspender über Autos, über Wände, über Fassaden probiere ich wirklich einfach meine Kunststücke auf alles können zu adaptieren. Die Kunst, ich meine auch da, was du machst, es hat eine klare Handsprache von dir. Es ist eigentlich wie, sage ich, so eine verdichtete Emotionen. Was prägt die jeweils so? Also was mich am meisten prägt, ist glaube ich einfach mein Umfeld und dort, wo ich mich bewege. Und ich behaupte von mir, ich laufe sehr mit offenen Augen durch meinen Alltag. Also es sind zum Teil wirklich kleine Sachen, die ich extrem spannend finde. Ich habe dort auch glaube ich eine gewisse Kindlichkeit nicht verloren. Was mich auch sehr prägt, sind natürlich immer, sobald ich mal wieder in einer anderen Kultur bin. Sonst hat es immer sehr, sehr viel Schweizer Element. Also jetzt merkt man gerade, ich bin schon lange nicht mehr am Reisen gewesen. Ich bin wieder sehr fest bei Hügeli und Bäumli. Ich habe meistens keine Skizze. Ich habe die Module im Kopf, fange immer unten an und höre einfach oben auf. Was ich jetzt mache, ist wirklich halt das Skizzenlose. Ich habe manchmal auch ein bisschen, auf Deutsch gesagt, den Schiss in der Hose wegen dem, weil ich wie nicht weiss, wie es am Schluss rauskommt. Ich arbeite immer wieder mal mit dem Duda zusammen und kann für die Skateboards gestalten, beziehungsweise hat es auch selber Skateboards rausgelassen. Die sollten in den nächsten Wochen kommen. Ich darf auch immer wieder T-Shirts gestalten für verschiedene Shops, für verschiedene Firmen. Da hat es noch gegeben. Autos habe ich schon angemalt, aber das ist wie nicht produziert worden. Für mich ist immer noch speziell, wenn halt wirklich etwas in Produktion geht mit dem Design. Ich durfte so Slippers gestalten, zwei verschiedene Modelle.
Und das ist für mich schon etwas Spezielles, wenn es wirklich etwas ist, was es nachher wie als blöd gesagt Massenprodukt gibt mit meinem Design drauf. Das ist immer sehr speziell. Super. Wie ich gesagt, an unserem Event wollen wir eigentlich Unikat mit dir machen. Du darfst USB malen. Was reizt dich denn, um da so die Möbel zu bemalen? Also erstens das Material. Wenn ich schon ein paar Mal gedacht habe, hey, es wäre eigentlich geil, so ein Möbel anmalen können. Ja, es gibt, also ich glaube, ein Möbel wird mir allein schon recht viele Möglichkeiten geben, zum drauf zu spielen. Und auf das freue ich mich mega. Am meisten wirklich zur Zeit, um einfach den Schreiber auf dem Metall ansetzen, weil es einfach mega lässig ist, um auf Metall zu malen. Wunderbar. Wenn wir jetzt gerade beim Malen sind und Spielen, was du gesagt hast, wir würden gerne mit euch auch noch ein Spiel machen. Und zwar Montagsmaler in digitaler Form. Ich probiere mein Bestes, gesamthaft drei Begriff. Und der verliert, der muss dann seine Künste unter Beweis stellen. Also, wir lassen los. Und zwar, ich bin nicht der beste Zeichner. Bratwurst. Stecken in einem Flugzeug. Ja, wir sind schon ein bisschen Stecken? Näher. Ja. Ich meine, auf Stecken. Rolltreppe! Yeah, voilà! Punkt da! Ah. Ja! Natürlich! Das ist noch. So mit dem digitalen Schreiber gar nicht so einfach. Schwangere Frau. Ein glücklicher Mensch. Ich komme nicht weiter runter. Ein Buddha. Ein Sumo. Jawohl, Sumo-Ringer. Yes! Yes! Mein Gott. Moment, probieren wir da. Super schwierige Sachen, hey du. Aff. Ich bin auch noch beim Zirkus. Ja, das sieht schon ein bisschen nach Zirkus aus. Aber es sieht auch ein bisschen nach Affe aus. Ja, genau. Affenzirkus. Ja, fast. Zirkusaffe. Also, mal, haltet mal den Affe, das ist gut. Affentheater. Jawohl, Dominik. Ah. Gut. So. Jetzt muss ich zeichnen. Ja, schon. Jetzt musst du zeichnen. Dominik, wir zwei dürfen jetzt nicht schauen, weil die Vera tut jetzt am Joel den Begriff in die Kamera heben. Ah, okay. Okay, gut. Ich schaue weg. Einen Moment noch rasch. Genau, das Whiteboard wieder weg. So. Also. Oh, echt jetzt? Gut, hallo Dominik. Gut. Gut. Malst du auf dem Kopf oder malst du gegen uns? Ich mal nicht auf dem Kopf. Ein Kuh. Das Euter. Ein toter Kopf. Aber ich sehe es gar nicht mehr. Joel? Sind die es? Ja, ja. Jetzt. Ja, eine Kuh. Nein, keine Kuh. Das wäre zu einfach. Eine Sau. Sauerinnen. Eine Sau, die Eier legt. Oh mein Gott. Eine eierlegende Wollmilchsau. Genau. Ah, jawohl. Nicht schlecht. Mann. Das ist dabei schnell gegangen. Ja. Oh. Wunderbar. Ich denke, das geht lang. Ja, ja. Ich bin nie auf der Fall.
Ja, ihr zwei. Mega lässig, mit euch so ein kurzes Gespräch zu haben. Und herzlichen Dank. Wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich hoffe, dass wir uns schon bald persönlich hier treffen. Eure Geschichten den Leuten persönlich überbringen dürfen. Aber ich finde es lässig, um zu zeigen, was wir hier in St. Gallen für kreative Leute haben, die wirklich einzigartige Ideen haben und auch einzigartige Sachen machen. Und ich finde es lässig, dass wir das miteinander hier teilen dürfen im Studio und hoffentlich schon bald wieder persönlich. Danke vielmals, habt ihr euch Zeit genommen. Danke auch. Danke auch. Online, weiterhin, auch bei uns im Shop, sehen ihr Produkt, könnt ihr Produkte kaufen von den beiden jungen Herren aus St. Gallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Ciao. Ciao.